Lass uns als nächstes über den nächsten kriselnden Club sprechen. Wir haben es gerade schon angesprochen, es geht um den FC Schalke 04. Aufbaugegner gewesen für Bayer 04 Leverkusen. Auch an diesem, ja, wird geklatscht. Ja, ja. Auch an diesem Spieltag sah es für die Schalker nicht gut aus. Die TSG 1899 Hoffenheim kennst du auch. 0:3 ist das Spiel am Ende ausgegangen. Wir, würde ich sagen, starten mal mit den Spielszenen. Ihr könnt gerne was dazu sagen. Gucken wir uns an, wie die nächste Schalker Niederlage zustande gekommen ist. Ritter alleine viel vergeben, ne? Schön. Hart, oder? Ja, die schlechteste Defensivleistung der Schalker in dieser Saison. Hoffenheim hatte noch deutlich mehr als 3x-Goals, die man hätte erzielen können. Alain Ritter, wir haben gerade drüber gesprochen. Ich frage einfach mal in die Runde, wer was sagen möchte, kann was sagen. Was ist los beim FC Schalke 04? Woran hapert es und wie geht's weiter? Ich glaube, es hapert überall, ne? Also defensiv, das Spiel, Katastrophe. Leverkusen, auch Katastrophe. Das ist, wir haben Felsensprobleme, aber... das ist einfach keine Bundesliga-taugliche Innenverteidigung, muss man ganz ehrlich sagen, was sie da im Moment aufstellen. Allein die Chancen, die sie in Leverkusen zugelassen haben, wir haben es gesehen, das sind immer wieder derselbe Muster gewesen. Jetzt auch wahnsinnige individuelle Fehler, mal ist es der eine, mal der andere, Yoshida, wahnsinniges Tempodefizit. Also das ist insgesamt gar nichts und offensiv kommt halt leider auch zu wenig. In Leverkusen war es gar nichts, jetzt gegen Hoffenheim waren sie ein bisschen bemühter, hatten auch ein bisschen mehr Inspiration, hatte ich das Gefühl. Aber es reicht halt trotzdem nicht am Ende. Und dann brauchst du vielleicht noch jemanden an der Seitenlinie, der ein bisschen mehr Inspiration gibt und ein bisschen mehr Feuer ins Spiel bringt. Und das fehlt ihnen leider mit Frank Kramer auch ein Stück weit. Ob da ein neuer Trainer hilft, also die... Nein. Also, Schalke ist ein überragender Verein, ja, mit überragenden Fans. Das muss man so sagen. Ja, was denn nicht? Wer hat denn da so laut gelacht? Einmal outen, aufstehen? Ah, ja. Sind das Dortmunder? Bayern-Fans. Also nee. Bayern-Fans. Was denn? Was bist du, denn für ein Fan hier? Neutral. Ja, was ist denn das? Neutral. Er lacht als neutraler halt Fan die Klappe aufmachen. Ja, genau. Super Sache. Also man muss sagen, da sehe ich irgendwo, sind denn Schalker da? Ja, so. Mein Beileid, Jungs, stark bleiben. In guten wie in schlechten Zeiten. Also noch einmal, Schalke ist ein großer Verein, aber Schalke hat einfach auch nichts mehr in der Kasse. Das ist einfach so und ist mittlerweile gerade ein Verein, der einfach nur um den Klassenerhalt kämpft. Und was das angeht, ist man ja mehr oder weniger im Soll, sage ich mal. Ja? Es fehlt an Tempo, es fehlt an Qualität in der Defensive. Ich glaube, der Sturm, Terodde, super, ne, aber er braucht natürlich auch mal Flanken und so weiter und so fort. Also ich verstehe die Kaderzusammenstellung teilweise nicht, aber vielleicht ging das auch nicht anders, weil nicht mehr Kohle da ist. Also ich leide mit Schalke mit, ich mache sie morgen bei Sky im Pokal in Hoffenheim, kommentiere ich, und ich habe schon bei der Vorbereitung ein paar Tränchen verdrückt. Ja. Wenn man sich auf so ein Spiel vorbereitet, du sagst, du hast ein paar Tränchen verdrückt, dann sag mir doch gerne, warum. Was waren die Punkte, die dich besonders bestürzt haben? Ja, weil ich mich gefragt habe, ja, wie kann es denn mal sich ändern? Ne? Also jeder sagt jetzt, es liegt an Frank Kramer, aber jetzt mal ohne Spaß. Das kann nicht nur ein Trainer schuld sein. Also Frank Kramer, den kennt man wirklich, der kann vor allen Dingen auch gut mit jungen Kerlen. Das ist ein super Trainer, der hat vielleicht jetzt nicht dieses Weltformat, da steht kein Xabi Alonso und sowas, ne? Aber... der ist jetzt nicht schlecht. Ja? Willst du wirklich nur einen neuen Trainer? Ist das so? Ist das das Einzige, was die Schalker wollen? Ich bin eigentlich Moderator, jetzt muss ich auch mal Partei ergreifen. Genau. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Zusammenspiel aus vielen Sachen. Also einerseits sagst du es richtig, die Qualität fehlt. Ich sage auch vor allem in der Verteidigung. Auch eine besondere Situation im Sommer gewesen. Du hast Itakura halten wollen, nicht halten können, weil zu dem Zeitpunkt das Geld noch nicht da war und man gleichzeitig die neue Maxime verfolgt hat, eben nicht mehr Geld auszugeben, was zu dem Zeitpunkt noch nicht da ist und eben einfach da das Risiko nicht eingehen zu wollen. Kann man vielleicht sogar im Nachhinein sagen, war gar nicht so eine schlechte Entscheidung. Itakura, super Saisonstart bei Gladbach, jetzt verletzt. Könnte sich Schalke das leisten, dass so ein 5-Millionen-Mann dann direkt ausfällt? Gut, kann man nicht einkalkulieren. Zweiter Punkt, Malik Chau, nächster talentierter Innenverteidiger. Wenn du ein 10-Millionen-Angebot bekommst aus dem Ausland, musst du ihn abgeben. Ich meine, was willst du auch am Ende des Tages mit einem Spieler im Verein,
der Anfang 20 ist, dem du zwei Transferperioden hintereinander sagst, nee, bleib mal bei Schalke, AC Mailand, da lassen wir dich nicht hin. Weiß ich auch nicht, ob das so förderlich für die Kabine ist. Die Frage, die ich mir stelle, du hast jetzt Frank Kramer, möchte ich sagen, ein bisschen in Schutz genommen. Was ist denn die spielerische Lösung? Was ist denn der spielerische Ansatz? Weil so, wie es jetzt ist, kann es ja nicht weitergehen. Ich habe aktuell das Gefühl, als Fan, und ich glaube, da werden mir auch die Schalke-Fans, die hier in der Runde sitzen, zustimmen, dass man sich einfach nur schamlos anguckt, wie das ganze Ding jetzt runtergeht. Und vielleicht kann man sich irgendwie mit 8, 9 Pünktchen noch in die Winterpause retten, aber das kann ja nicht die Zukunftsaussicht sein. Ich meine, die spielen jetzt morgen im Pokal, du sagst, du hast eine Träne vergossen. Wenn man als Bundesligist so in ein Pokalspiel geht, dann ist ja schon Hoffnung mal verloren. Ja, sie haben ja auch gesagt, dass das Spiel im Prinzip egal ist, ne? Also die fokussieren sich auf die Bundesliga. Ich habe heute auch gelesen, vielleicht nehmen die sich sogar die Zeit, um dann Nachfolger zu finden. Also ich muss ehrlich sagen, ich werde da auch nicht schlau, ne? Also es kann ja sein, auf einmal wird der Kramer entlassen, dann steht da jemand anders und wird noch schlechter. Was machen wir denn dann? Aber geht das überhaupt? Das geht nicht, aber gut. Aber Nadim, jetzt auch mal du als Spieler, da liegt ja auch viel im Argen. Das kann ja nicht nur der Coach sein. Ich kenne den Kramer gut noch aus Hoffenheim. Ist wirklich ein guter Trainer. Aber der Verein, ich habe einen riesen Respekt vor dem Verein, vor den Fans, alles. Aber die tun mir wirklich leid, weil man sieht einfach finanziell, die waren oder sind am Boden. Dann hat man halt gesehen, der Schröder, alle, die haben halt irgendwas zusammengeführt, was noch ging. Dass sie einfach ein Kader zusammenbekommen für die Bundesliga, wo die denken halt, die können es halten, aber es liegt definitiv nicht am Trainer, denke ich. Und man sieht auch bei uns jetzt, wo wir gegen Schalke gespielt haben, wir sind nicht in einer guten Phase, aber ich wusste schon morgens, dass wir hoch gewinnen werden. Und nein, wirklich nicht respektlos gegenüber Schalke, aber manchmal hat man einfach das Gefühl, und gegen Schalke hatten wir alle das Gefühl, weil da fehlt es halt einfach, wie du gesagt hast, am Speed und an der Qualität. Und uns kannst du nur mit Speed wehtun, mit den tiefen Bällen, mit der Qualität, halt, wo jeder braucht. Also ein bisschen zurückschießen hat man gesehen gegen Frankfurt, dass das wehtun kann. Ja, hat man ja, aber... Jetzt wird es heiß, jetzt geht's los. Schalke hat's alles in Ordnung. Alles gut. Der erste Schalker in der Saison, der kämpft. Ja. Ich denke einfach, man muss im Winter zulegen mit 2, 3 oder 4 sehr guten Spielern oder Spieler, wo halt einfach sich in der Bundesliga so beweisen können, weil sonst, glaube ich, geht es direkt wieder runter. Patrick, alles möchtest gesagt. Du was hinzufügen? Nein, ich finde das super schwer. Ich habe die Schalker schon 3-mal live gesehen und war jedes Mal vom Neuen überrascht, was da so an Qualität kommt. Das ist so, das ist eigentlich viel schlimmer, dass was so ein Traditionsverein nach so einem Abstieg mitmacht. Das ist ja, jetzt in Köln sind wir ja gerade alle jetzt ziemlich am Hochleben, aber wären die vor 2 Jahren in der Relegation abgestiegen, hätte das ein ähnliches Szenario sein können. Die steigen einmal ab aus der Bundesliga sichern und sind eigentlich völlig bankrott. Sie würfen einen Kader zusammen und haben eigentlich, finde ich, auch einen guten Trainer. Natürlich ist es immer der Trainer, der schuld ist zum Schluss, ist ja Fakt. Aber er kommt aus der RB-Schule und was ist die RB-Schule? Ist eigentlich alles gegen den Ball. So, und für den Fußballer ist das Einfachste eigentlich, gegen den Ball zu spielen. Das heißt, eigentlich macht er schon die einfachen Sachen mit Schalke. Jetzt fehlt die Qualität, dass selbst das Einfache scheiße aussieht. Das heißt, das könnte ich sagen, es ist ja einfach so. So, jetzt kann ich sagen natürlich, jetzt kommt ein neuer Trainer, der hat eine Idee mit Ball. Das ist halt gar nicht möglich. Wir sind alle abhängig von der Qualität der Spieler und die versuchen alle, das kannst du nicht mal vorwerfen, die machen und tun. Aber es geht einfach nicht mehr. Und deshalb stehen sie da, wo sie sind und sie gehen wahrscheinlich nach der Saison wieder runter. Ich glaube, es geht auch gar nicht darum, ob er ein guter oder schlechter Trainer ist. Ich glaube, das ist ein super Trainer, zum Beispiel für Nachwuchs. Der hat ja beim DFB, bei den Junioren, super Arbeit geleistet. War danach in Salzburg auch in der Akademie und hat das super gemacht. Also das ist gar nicht die fachliche Qualität, die ihm da fehlt. Aber ich glaube, er ist der falsche Trainer für Schalke 04. Weil man hat gesehen, der Aufstieg, ja, dieses 3-2 gegen St. Pauli. Was war da für eine krasse Emotion im Stadion, in der Stadt, im ganzen Umfeld?
Und was ist jetzt davon noch übrig? Gar nichts mehr. Die komplette Emotion, von der Schalke ja ein Stück weit lebt auch, ist raus aus dem Verein gerade. Und er ist halt nicht der Typ, der die wieder zurückholt oder der die anfeuern kann, sondern er ist der sachliche Typ, ein freundlicher, eine Außendarstellung halt, ja schon halt so ein Jugendtrainer, ein Sporttrainer, ne, sowas ein bisschen. Und dann keiner, der jetzt irgendwie sich vor die Tribüne stellt und mal nach einer Ecke irgendwie die Arme hochreißt oder so. Und ich glaube, so ein Typ fehlt Schalke ein Stück weit. Gerade Köln als Beispiel, ich finde, dass das, was Köln hat, keine bessere Mannschaft als Schalke, großartig, finde ich. Aber die haben einen Trainer, der emotionalisiert und der halt einen klaren Plan hat. Und das ist der Unterschied zwischen einer Mannschaft, die dann plötzlich auf Platz 7 oder 8 sich sogar für den Europapokal qualifiziert, und einer, die vielleicht am Ende dann wieder absteigt. Also würdest du es doch ein bisschen am Trainer festmachen? Ja. Aus den Gründen, die du genannt hast? Ja, weil er dagegen argumentiert. Er passt nicht zu Schalke, finde ich. Er ist ein guter Trainer, aber er passt nicht zu Schalke. Ja, aber wer dann? Wer wird es dann? Tedesco. Ja? Tedesco können sie sich, ich weiß nicht, ob sie ihn leisten können. Ne? Das ist aber der Finanziellfrage. Du hast gerade gesagt, 4, 5 gute Spieler in der Winterpause. Ich glaub, muss er erst mal bezahlen können. Ja, aber ich glaube, das ist der einzigste Trainer, der da den Verein wieder vielleicht retten kann und in der Bundesliga halten kann, weil er auch einfach diese emotionale Bindung schon zu Schalke hat und auch ein geiler Trainer ist. Peter Stöger vielleicht. Dortmunder Vergangenheit. Ich meine, Thomas Reis war ja sofort irgendwie der naheliegende Impuls. Wäre natürlich von der Art her, vom Impulsiven, vielleicht der richtige Mann. Allerdings wird Bochum, da kam er halt her, so, ne? Da hat er eine Verbundenheit gehabt, das fehlt zu Schalke, trotz der gemeinsamen Pott-Vergangenheit so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der einer wäre. Jetzt haben wir viel über die jetzige Situation gesprochen. Wir haben Baustellen festgestellt im Kader, aber auch vielleicht auf der Trainerbank. Was hätte vielleicht Rufen Schröder auch im Sommer anders machen können, müssen? Ich finde, auf dem Papier hat er einen guten Job gemacht. Und es hat aber bei weitem nicht alles funktioniert. Ne? Die Möglichkeiten sind einfach limitiert. Ich meine, guckt ja an, was sie geholt haben. Sie haben Spieler geholt auf Leihbasis, ablösefrei, nochmal nachgekauft, welche, die vielleicht dann, wie Karaman zum Beispiel, am Ende der Transferperiode sich plötzlich angeboten haben. Ne? Also solche Sachen, der hat einfach wenig Möglichkeiten gehabt. Letztes Jahr hat viel von dem funktioniert, was er gemacht hat. Dieses Jahr bisher einfach zu wenig. Kral bisher noch nicht so viel. Moyer jetzt zum ersten Mal einigermaßen einen vernünftigen Auftritt gehabt, vorher auch nicht viel gespielt. Nachhinein ist es schwierig. Ich finde, im Sommer haben ihn alle gefeiert, ne? Wie er irgendwie die Leute ranholt. Jetzt funktioniert es nicht, das ist der Buhmann, ist mir ein bisschen zu einfach. Aber klar, am Ende ist es seine Verantwortung, wenn es nicht funktioniert. Ich habe alles gesagt zu Schalke. Rufen Schröder ist, glaube ich, ein Top-Manager. Also der wäre damals, glaube ich, auch gerne zu Borussia Mönchengladbach gegangen, zum Beispiel zu Max Eberl, wenn sich das ergeben hätte. Ich glaube, da kann man froh sein, dass Schalke so ein Typ bei sich hat, der auch wirklich ein Typ ist. Er ist halt auch einer, der steht sehr lange zu einem Coach. Das ist mal super, man muss ja nicht immer gleich hire and fire. Manchmal, wenn man so an Mainz denkt, da mussten sie, glaube ich, erstmal ihn entlassen, damit sie den Trainer entlassen können. Damals ist es dann auch des Guten zu viel. Aber ich hoffe nicht, dass wir jetzt noch auch Rufen Schröder irgendwie zur Disposition stellen, weil dann wären wir echt wahnsinnig. Also, ich meine, er hat Frank Kramer maßgeblich geholt, ne? Das muss man dazu sagen. Das heißt, wenn er ihn entlässt, ist es ein Stück weit auch ein Eingeständnis. Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber er muss ja im Prinzip jetzt auch nur das ausbaden, was in den Jahren davor passiert ist. Ne? Du weißt es besser, was da alles an Geld rausgeschmissen wurde. Die hätten ja wahrscheinlich für Patrick Helmes 100 Millionen Ablöse gezahlt damals. Ja. Aber auch zu Recht. Zu Recht. Aber du kennst den Verein noch aus Spielen. Bitte? Du kennst den Verein ja auch aus deinen Spielen damals gegen Schalke. Was würdest du den Verantwortlichen raten? Du hast gesagt, du warst Trainer in Aachen, hast du auch einen Stint gehabt. Ich finde das ja total schwer. Das ist ja, diese Traditionsvereine, die leben halt von dieser Vergangenheit, von diesen Fangruppierungen, die ja wirklich was Besonderes daraus machen. Ist es vielleicht auch ein Nachteil? Es ist auf jeden Fall ein Nachteil, weil du in der Realität dann oft nicht ankommst. Das habe ich in Aachen erlebt. Du kommst ins Stadion, da hängen die Bilder von dem legendären 4-2 gegen Bayern, gefühlt 100 Jahre her. Und das ist halt der Maßstab für die Menschen. Ne? Und dann heißt es, ja, wir die Alemannia oder wir Schalke 04, wir stehen für Kämpfen, Kratzen, Beißen. Und dann machst du das und nach 6 Wochen heißt es dann, naja, jetzt soll man Fußball spielen. Und nach 12 Wochen heißt es dann, wir müssen zurück zu den alten Wurzeln und das dreht sich permanent im Kreis. Du findest gar keine Linie und gar keine Ruhe. Deshalb können wir jetzt nicht sagen, zum Beispiel Rufen Schröder ist kein Thema. Er hat die Spieler geholt und dann müssen schon beide mit in dem Boot drin sitzen. Ich glaube, es war nicht mehr möglich. Vom Papier war das sehr clever durchdacht, hat nicht funktioniert. Jetzt musst du halt eben nachjustieren im Winter. So ist es halt dann im Fußball. Aber
diese Parallelen zu den ganzen Traditionsvereinen ist natürlich geil, auch in Köln. Das war früher als Spieler mal so, die schönste Stimmung ist Köln immer vor dem Spiel. Das war früher mal so, als gegnerische Mannschaft, wenn du hingefahren bist, wusstest du, boah, die Hymne und Hamm am Hamm. Und wenn du mit Leverkusen hingefahren bist, hast du im Normalfall gewonnen, bist nach Hause gefahren. Und das war einfach so das Besondere immer. Aber die zehren halt davon. Das macht es ja auch so besonders, auch hier in Köln. Das ist geil, aber nur dieses immer kratzen, beißen, kämpfen geht nicht. Es ist, das Mittelmaß zu finden, ist in dem Verein überhaupt nicht möglich eigentlich. Findest du nicht? Wir haben jetzt gerade über Neuverpflichtungen gesprochen. Mollet und Karl, du hast sie angesprochen. Beide jetzt unter Frank Kramer noch nicht wirklich eine Rolle gespielt. Jetzt im letzten Spiel gegen Hoffenheim hat man dann leichte Ansätze gesehen. Gibt es da noch Resthoffnung für Schalke? Ja, klar, auf jeden Fall. So viel haben sie ja nicht gespielt, dass man die Resthoffnung verlieren könnte. Ne? Die sind, glaube ich, auf dem Papier. Wir haben es ja gerade schon mehrfach gesagt, gute Spieler. Die müssen halt aber irgendwie auch in ein System eingebettet sein, was funktioniert. Beim Abwehrspieler weniger als beim Offensivspieler wie Mouillet. Ich finde, der hat gezeigt, dass er Fußball spielen kann. Er war torgefährlich. Das müssen wir mehr erwarten. Aber er braucht halt auch ein bisschen Unterstützung. Da kannst du dich alleine reißen. Du musst halt irgendwie auch... der kriegt ja Nackenschmerzen, wenn die so spielen wie in Leverkusen, weil er dauernd nur die Bälle über sich rüberfliegen sieht. Und wenn das dauernd passiert, dann brauchst du den auch nicht aufzustellen, weil dann kann er nichts damit anfangen. Der braucht die Bälle flach und der muss sie verarbeiten können, der muss irgendwie selber Torgefahr haben und der muss die Stürmer einsetzen können. Und das funktioniert halt nicht, wenn alle Bälle über ihn rüberfliegen. Du sprichst gerade nochmal das Leverkusen-Spiel an, du hast es ja auch verfolgt. Hat mich nachhaltig traumatisiert, muss ich ehrlich sagen, auf Schalke, weil das war so schlecht. Wollte ich gerade fragen. Also das war ja, ich weiß nicht, ob ich jemals so einen destruktiven Fußball gesehen habe. Aber jetzt mal zum Hoffenheim-Spiel nochmal, so schlecht wäre das von Schalke nicht. Ich weiß nicht, ob das alle gesehen haben. Ja? Also das Spiel war nicht so blind. Defensiv war es halt furchtbar offensiv. Ja, okay. Aber ist das nicht genau der Punkt, den man Frank Kramer vorwerfen kann? Wenn du dann die Jungs wie Mollet und Karl das erste Mal ranlässt und dann das 10. Spiel brauchst, um zu sehen, ach, die können ja doch Fußball spielen? Das Problem ist an der Sache, dieses Momentum. Wenn du jetzt siehst, nach dem 1-0, sie schießen an den Pfosten, Terodde köpft den Ball eigentlich fast in den Winkel im Gegensatz zu 2-0. Und das sind halt die Momente, die genau, wenn du unten stehst, kommt das dann immer so zusammen. Das heißt, dieses Spiel gegen Hoffenheim, das wird so deutlich erzählt, wie es nicht war. Sondern das Ding kann auch 2-2 ausgehen oder 3-3. So ist es nicht. Natürlich hat Hoffenheim zum Schluss noch 3-0 noch 2-3 Chancen. Aber von einem reinen Spiel zu sehen her, war das schon 60-40. Also ganz so blind war das zum Ergebnis halt eben nicht. Von daher hat er auch die Chance bekommen, jetzt nochmal morgen und vielleicht in der Liga, um diesen Trend halt zu zeigen. Also ich glaube, dass die Mannschaft halt nicht besonders stark ist, aber sie ist trotzdem in der Lage, mal 15 oder 14 zu werden. Und das ist das einzige Ziel von Schalke eigentlich. Von daher klang das eben lustig von dir, aber sie liegen tatsächlich noch mittendrin. Es ist noch nichts passiert. Es ist einfach so. Also man muss wissen bei Schalke, es geht auch nur um Platz 15. Genau. Das ist hoffentlich klar. Ne? Und da wirklich ist ja noch alles drin. Also es ist. Aber das dem Fans zu verdeutlichen, dass er es versteht. Das ist das Schwierige. Weil wobei, da muss ich sagen, ich glaube, das ist sehr deutlich. Die meisten verstehen es mittlerweile, aber viele wollen trotzdem mehr. Das ist ja bei jedem Sportler. Jeder will das Höchste erreichen, was geht. Und das Höchste ist bei Schalke einfach Platz 15 aktuell. Ich glaub, liegt vielleicht auch an Werder Bremen, wenn man da die Parallele sieht. Ich meine, Schalke ist Erster geworden in der zweiten Liga. Genau. Und auf einmal kommt der Verein, der mit dir zusammen aufgestiegen ist, da in die Bundesliga mit so viel Schwung. Vielleicht auch das ein Grund? Klar, Bremen ist wieder ein anderes Beispiel. Die haben auf einmal zwei Spitzen, die zusammen schon 10 Tore haben. Mhm. Der Terror, der hat auch schon, glaube ich, 2 oder 3. Hätte einen Sturmkollegen, der auch noch 3, 4 hätte, hättest du 4, 5 Punkte mehr. Und alles wäre in Ordnung. Aber das ist halt manchmal dieses Momentum, wie ich halt sage, Füllkrug. Na, jetzt ist das Thema für die Nationalmannschaft aktuell. Der war vom halben Jahr, war der Mause tot. Und lass uns das kurz einwerfen. Bitte? Füllkrug, Nationalmannschaft, ja oder nein? Bitte? Füllkrug, Nationalmannschaft, ja oder nein? Lass uns das kurz einwerfen. Also zu meiner Zeit war es halt immer so, ich war ja auch 4,5 Jahre dabei, für mich war immer klar, wenn ich da hinfahre, bin ich der Beste. Und wenn das Leistungsprinzip in Deutschland noch zählt, dann gehört der aktuell einfach da rein. Punkt. Patrick, du wolltest gerade noch was zu Schalke sagen, du wolltest einhaken. Hier ging es doch ein bisschen um die Erwartungshaltung. Ne? Du hast die Fans angesprochen. Ich glaube eher wie du, dass die Fans bei Schalke schon ganz genau wissen, was sie aktuell erwarten können, was nicht. Das merkt man auch an den Reaktionen bei den Spielen, finde ich, die gar nicht so drastisch ausfallen, wie sie vielleicht das Spiel verdient hätte. Ich glaube eher, dass die von außen betrachtet, ist Schalke halt immer noch viel größer, als sie eigentlich gerade sind. Das ist so ein Scheinriese. Ne? Wenn man aus München oder Berlin drauf guckt, denkt man, boah, Schalke, ey, Champions League, Pokalsieger, wahnsinnige Spieler, Hüntelaar, Raoul und so. Aber da laufen halt nicht mehr Hüntelaar und Raoul rum, sondern Polter und Bülter. Ja, gar nichts gegen die gemein, so, aber das ist halt eine ganz andere Klasse inzwischen. In Leverkusen saßen vor mir zwei Schalke-Fans. Der eine hat ein Hüntelaar-Trikot an, der andere ein Polter. Und ich dachte so, Gott, ey, was ist aus diesem Verein geworden? So, was, dieser Absturz so in diesen beiden Trikots. Wirklich no offense gegen Polter, aber da sieht man halt,
da sieht jetzt man muss halt man dazu sagen, Polter letzte Saison, 10 Bundesliga-Tore, so verkehrt war es nicht, bis jetzt ist er noch nicht angekommen. Wie gesagt, losgelöst von Polter, ich will ihm gar nichts persönlich so, aber da sieht man halt einfach, welchen krassen Abschluss dieser Verein genommen hat. Und das ist, glaube ich, noch nicht bei allen in Deutschland angekommen. Auf Schalke noch eher, in Deutschland glaube ich noch nicht. Und deswegen denkt man immer sofort, okay, Schalke, die gehen dann wieder hoch in Europa League oder was. Nee, so schnell geht's nicht. Aber wenn wir vom Profil reden, müsste Polter nach Schalke eigentlich passen, ist auch ein Arbeiter. Ja, ja, dafür bräuchte er erstmal Flanken, glaube ich, und nicht nur lange Bälle. Und ist vielleicht auch nicht so der gegen den Ball defensiv, ich weiß es nicht. Aber eigentlich sollte er passen, denn Bochum hat ja seine Tore ja auch gemacht. Ne? Dann lass uns das Thema Schalke zumachen mit der üblichen Frage, wo geht es am Ende hin für Schalke 04 am Ende der Saison? Bleiben die drin, ja, nein? Ich wünsche es auf jeden Fall dir und dem FC Schalke 04. Dankeschön. Aber realistischer Platz, was würdest du sagen? Ich glaube, es wird die Relegation. Ja. Ich hoffe auch, dass Schalke drin bleibt, aber Stand jetzt glaube ich, dass sie absteigen. Das wird mit Hertha und Augsburg, glaube ich, so ein Ding um die Relegation. Also spannend wird's. Das ist ein Verein, der in die Bundesliga gehört. Ich befürchte aber, nächstes Jahr nicht mehr ist.